denke, der Hip-Hop zum Beispiel hat sich ganz explizit zum Beispiel, also in einer ganz extrem mutigen Form auch mit dem Rechtsradikalismus auseinandergesetzt und auch dagegen gehalten. Und also ich denke nach wie vor, dass die deutsche Musik schon noch politisch ist. Jetzt ist die Zeit, hier ist der Ort. Heute ist die Nacht, Torchmann hat das Wort, denk ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um einen Schlaf gebracht. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht, Hautfarbe schwarz, Blutrot, Schweigen ist Gold, Gedanken sind tiefblau, ein Bürger Angst vor seinem Volk. Ein Wintermärchen aus Deutschland, blauer Sand als Kind, schon erkannt, hier bin ich fremd im eigenen Land. Mann, die Leute sagen hier zu mir auf der Straße Nigger. Ne? Die Leute sagen zu mir auf dem Hip-Hop-Konzert, guck mal, da kommt ein Neger, weißt du das? Mhm. Zu mir sagen, die zerkratzen unseren Wagen an einem Hip-Hop-Konzert mit der am Motorhaube mit dem Hakenkreuz und schreiben Republikaner drunter. Man könnte denken, wir Rapper hätten nichts zu sagen, doch es rächt sich, ihr werdet sehen, es rot und sein. Einigkeit macht stark, Adriano starb allein. Hängt ein Leben auf einmal am seidenen Faden, am blitzen die Warnsignale über die bebenden Leiterbahn. Die Zeit ist reif, wir Köpfe keine Preise mehr haben. Wir müssen aufhören zu labern und auf jeden Fall strategisch verfahren. Den Feind beobachten und dann ganz langsam enttarnen. Wörter sind wie der Wind und laut sprechen die Taten. Weißt, Rap war schon immer ein bisschen faschistoid, weißt du, so NWA und so, die waren schon heftig, weißt du, die haben schon bitterböses Zeug abgelassen, so, aber es gab irgendwo eine Grenze, weißt du, so Werte und so. Es ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiße endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende, und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer, und was wir hören, denn ist euer Wein, Gewimmer. Das ist für mich auch Konfrontation, einfach zu gucken, hier, ich gehe von dieser Stelle nicht weg, du kannst machen, was du willst, sondern entweder kommen wir miteinander aus oder ich zeig dir halt deine Grenzen auf. Wir wollen nicht Frieden haben, neue Ziele haben und nicht das Image von Dealern haben. Im Landtag diskutiert man über einen Antrag und währenddessen plant der nächste Nazi seinen Anschlag. Die Schandtat wird bedauert, ob man nicht mich dann fragt. Warum steht schon wieder eine schwarze Familie am Grab? Wir wollen ja keine Revolution oder so, verstehst du? Wir wollen nur ein Bewusstsein schaffen für Leute, die in der gleichen Situation sind wie wir. Ja? Und sich manchmal auch nicht anders wissen zu helfen. Guck mal, Chuck D für mich oder P.I. und so früher, so Zeug. Ja? Das hat für mich ganz wichtig. Verstehst du? Das hat mich geprägt als kleiner Junge, als 13-Jähriger hier in Mitteleuropa, wo alle zu dir einfach, wo du bist das Letzte. Verstehst du? Wenn du keine Community hast, bist du das Letzte. Du kommst als Allerletztes. Blut muss fließen, in der deutschen Krisen. Alter, schau, die letzten Jahre haben das mir zu oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben. Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden. Also sag, wie ist das möglich? Mal, es ist doch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das. Ich wurde zum Beispiel in der Schule die Treppen runtergeschubst und Neger. Negerin, Negersau, Entenarsch, was weiß ich, die mit den hässlichen Haaren. Also es wollte auch niemand was von mir wissen. Auch die Jungs hatten überhaupt kein Interesse an mir damals in der Grundschule. Hat sich alles geändert, als dann Hip-Hop kam. Hip-Hop, das war auch was, woran ich mich total festgehalten habe, ja? Weil es irgendwie Leute wie mich repräsentiert hat. Und es war cool, so zu sein wie ich. Ja? Sie ist eine Frau und sie ist eine schwarze Frau. Natürlich hat sie mit Diskriminierung, ist sie konfrontiert mit Diskriminierung. Also natürlich muss sie was dazu sagen. Ich finde, es hat in Deutschland halt so einen schlechten Beigeschmack immer gehabt, das Politische, weil es so verbunden wurde mit irgendwie Krautrock. Und halt dann, wenn man politisch war, war man eben nur politisch und nicht mehr Musiker. So.